Nämlich. Gut, vielleicht können wir in der Werkstatt eine Mine bauen und die mit dem Rucksack dorthin tragen. Ganz logisch. Oh, Hammer verstärken. Sehr gut. Silberhammer. Das ist ein neues Bauelement. Großer Brunnen. Sehr schön. Silberbarren selbst anfertigen. Lehm. Silberbarren, da brauche ich Rohsilber. Oha, okay. Oh, da brauche ich noch einen Kupfer für. Das muss nicht mehr teuer kaufen. Wie war denn das jetzt mit der Mine? Jetzt mal ein bisschen Bretts bauen. Vielleicht können wir dann schon mal einen Stall aufbauen. Da brauchen wir mal einen Tintenfisch für. Wie läuft das mit der Mine? Blaupause für Mine haben wir. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Nagel. Simis Brief. Bin gerade ratlos, wie ich die Mine bauen soll. Okay, anpflanzen können wir nichts. Acht Bretter und zwei Metall. Acht Bretter. Okay. Da brauchen wir wahrscheinlich mehr Holz. So, was haben wir jetzt schon? Acht Bretter. Acht Bretter so. Und Eisen. Wirklich Eisen oder wie? Was jetzt machen kann, ist das hier zerbrechen. Das ist sehr gut. Wenn wir das aus dem Weg räumen. Auch einen besseren Hammer natürlich. Die großen Felsen kann es noch nicht zerkloppen. Aber hier kannst du schon mal frei machen. Sehr schön. Muss ich ausruhen. Verständlich. Können wir mal schlafen gehen? Ja, heute so ein bisschen. Heute ein bisschen werkeln. Geht heute nicht weiter mit der Story. Heute erstmal so ein bisschen dies und jenes. Eine bessere Hacke. Das auch noch. Das Feld vorbereiten. Sehr gut. Anpflanzen kann man nichts, aber wir können hier schon mal Felder machen. Sehr hübsch. Bei Gelegenheit auch noch Zäune bauen. Unser Feld wird immer größer. Sehr hübsch. Metall brauche ich. Zwei Metall. Metall, 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 Metall. Das müssen wir wahrscheinlich abbauen. Und der Mine, die wir nicht haben. Mine, 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 Mine. Was brauchen wir dafür? Okay, da brauchen wir noch andere Sachen. Können wir erstmal nur steil machen. Metall müssen wir abbauen. Das kriegen wir doch bestimmt hier. Nur Stein. Sehr gut, hier ist Metall. Und Kupfer kriegen wir auch, damit können wir uns Kupferbarren machen. Und fragt mir einer, wie ich diese Mine machen kann. Das hätte ich
ich ja schon gern gemacht in diesem Ort. Ich weiß nicht wie. Wie und wo. Sagt mir das Spiel leider nicht. Wie ich jetzt hier eine Mine machen kann. Schade, Marmelade. So, hier mal. Hühnerstall. Ach, sehr schön. Ich muss zuerst die Tiere füttern. Ist doch hübsch. Haben wir jetzt einen Hühnerstall. So, okay, dann bringen wir erstmal den Nachmittagstee zurück. Und dann, ja, mit der Mine müssen wir erstmal noch warten. Ich muss noch herausfinden, wie ich das mache. Na dann, zurück nach Quelis. Müssen auch bald wieder auftanken in der Quelle. Tankstelle. Auf die offene See zu. Ja, Quelis, ich komme. Ja, zwischen Quelis und anderen Inseln fahren wir mal wieder zurück. Hin und her. Zur Eiseninsel müssen wir auch noch irgendwann aufbrechen. Aber jetzt erstmal im Hauptgame weiter. Sidequests können beiseite gelassen werden. Heißen schließlich so Sidequests. Erstmal bei Saimi weiter. So, ich nehme die Abkürzung. Und packe hier im Geländer fest. Ist ja immer das Risiko, wenn du sowas machst, wenn du solche Abkürzungen nimmst, das Spiel eigentlich nicht vorgesehen hat. Und wenn du steckst du irgendwo drin fest. Ja gut. Gesagt, getan. Gut. Sollte man vielleicht vorsichtiger damit sein. Aber ist doch cool. Einen Berg hochzupfen. Saimin, kann ich mit dir reden? Tut mir leid, Koa. Ich kann gerade nicht reden. Es ist wirklich wichtig. Ich weiß, es tut mir leid. Komm später wieder. Ich habe dir etwas Süßes mitgebracht. Für den Nachmittagstee. Du hast wirklich Nerven, Kind. Komm rein. Es tut mir leid, dass ich mir mit dir so geredet habe. Deine Sturheit gefällt mir nicht, aber ich akzeptiere deine Entschuldigung. Mach das nie wieder. In Ordnung. Aber ich wollte mit dir über etwas Wichtiges reden. Warum geht das? Ich habe eine Frau namens Fink getroffen. Sie sagte, sie sei ein Elite. Noch ein Elite in Mara. Das ist in der Tat seltsam. Warum? Naja, wir wissen nicht viel über sie. Sie stammen von einem technologischen, sehr fortgeschrittenen Planeten mit einer Gesellschaft voller Hierarchien. Es gibt eine Geschichte über ihr Reich des Fortschritts. Geschichten über? Darüber, wie sie jeden Planeten verwüsten, den sie besuchen. Ich sollte besser herausfinden, welche Absichten dieser Elite hat, aber ich bin alt. Ich kümmere mich darum. Ich weiß nicht, Koa. Ich denke, du bist zu jung für sowas. Elites können sehr gefährlich sein. Sei mir, bitte. Koa, es ist eine ernste Angelegenheit. Ich meine es auch ernst. Nein. Gib dich nicht mit diesen Leuten ab. Überlass das Ganze einem Erwachsenen und vergiss die Sache. Schau mich nicht so an. Ich kann das wirklich tun. Es geht nicht darum, dass du es nicht kannst. Es ist einfach nur nicht der richtige Augenblick. Ich habe schon so viele Dinge für dich getan. Und du glaubst immer noch, dass ich manche Dinge nicht tun kann, weil ich ein Kind bin. Das ist lustig. Nicht für mich. Es ist lustig, weil ich die gleiche Diskussion mit Haku hatte. Tausendfach. Was? Sie war wie du. Widerspenstig und frech. Nichts konnte sie aufhalten.
Jedes Mal, wenn ich gesagt habe, dass sie etwas nicht tun soll, hat sie es sofort trotzdem getan. Das glaube ich nicht. Oh doch, so war sie. Deine Großmutter schrie, brüllte und stampfte, bis sie ihren Willen bekam. Oh. Du bist genau wie sie. Also schön, du wirst weit hinauf aufs Meer fahren müssen, um herauszufinden, was die Inuits aushecken. Aber mit meinem Boot komme ich nicht weit. Dann solltest du es besser machen. Dann solltest du es besser machen. Bitte Kaleb an der Werft um Hilfe. Und dann fahr hinauf aufs Meer, um nach Antworten zu suchen. Ja, weißt du was? Deine Großmutter hat das auch immer gemacht. Genickt und gelächelt. Ich wünschte, ich wäre so unbeschwert wie du. Großer und Tee abgegeben. So wurde unsere Map erweitert, oder? Geh und sprich mit Caleb. Als erstes sollte Boot aufbessern. Okay. Boot aufbessern. Haben wir wahrscheinlich wieder ein Rezept, was wir machen müssen. Weil hier können wir Nachmittagstee und Pfannkuchen besorgen. So, Caleb. Bessere mein Boot auf, aber mach's nicht kaputt. Bienenkönigin. So, hops, ab zu Caleb. An den Strand. An den Rand der Stadt. Gut. Gucken wir mal weiter am Abenteuer. Gut. Caleb, Caleb, Caleb. Zerstör mein Boot nicht. Du hast ja schon das. Du hast ja schon den Ofen recht gut zerstört. Caleb, ich muss mein Boot aufbessern. Halt. Wie soll das Boot aufgebessert werden? Ich weiß es nicht. Größer, schneller, vor allem mehr. Wir könnten neue Ruder einbauen. Die Kabine vergrößern. Was für ein Motor hat es? Einen, der die Ruder antreibt. Natürlich, was auch sonst. Wie viel Strom braucht er? Strom? Womit sollte er sonst laufen? Ist Treibstoff der Quellen von Mara mit Mala. Wie merkwürdig. Warum? Das ist denn uralte Energiequelle. Heutzutage verwendet sie niemand mehr für diese Zwecke. Ich aber schon. Nun gut. Zuerst müssen wir neue Ruder herstellen. Bring mir etwas Geld, um die Teile zu kaufen. Ich bin mir nicht sicher, wie wir den Tank vergrößern können. Und das wird nötig sein. Ich kenne da einen merkwürdigen Trido. Er weiß eine Menge über Quellen. Blue? Ja. Er ist etwas eigenartig. Stimmt, aber er ist immer sehr hilfsbereit. Wohl wahr. Reden mit Blue über Treibstoff in die Quellen von Mara. Caleb, hast du eine Lieblingsspeise? Ja. Was denn? Paella. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist ein Reisgericht. Und ein paar andere Dinge. Was ist denn für Dinge? Tomaten, Paprika, Reis. Möchtest du, dass ich das für dich koche? Okay. Juhu. Ich glaube, mit Karotten schmeckt es noch besser. Und mit etwas Ananas. Ich weiß nicht so recht. Okay, aber erstmal. Erstmal unser Boot. Gehen wir mal rüber zu dem Blue, drehen wir mal zu dem. Damit er uns unser Tank erweitert. Mal sehen, wie viel Geld der Kaleb braucht, um unser Boot zu verbessern. Hat ja gerade von Geld geredet. Hoffentlich nicht zu viel, sonst ja. Sonst weiß ich auch nicht, wenn wir wieder 400, 500 Euro brauchen. Münzen. Münzen sind es hier. Müssen wir unser ganzes Inventar verkaufen. So, hallo Blue. Rate mal, weshalb ich hier bin. Ich soll dir bei der Vorbereitung auf eine Reise helfen. Oh, das stimmt. Siehst du, ich habe es gewusst. Nun, was möchtest du denn? Hast du einen großen Behälter, den ich als Tank für den Treibstoff aus der Quelle benutzen kann? Was habe ich dir über die Quelle erzählt? Sie versteht es nicht. Ich weiß, sie liefert keinen Treibstoff.
seinem Marder die spirituelle Lebenskraft Maras. Ich verspreche, ich bringe ihr nächstes Mal eine Opfergabe. So gut, dann verkaufe ich dir einen neuen Behälter für Mal. Fürs Maler. 1000! Alles klar, neuer Tank, Ruder und 1000. Gut, ich muss euch mein Inventar verkaufen. Könntest du etwas für mich besorgen, Koa? Worum geht es? Ich bräuchte etwas Papier. Ein Blatt genügt bereits. Ist gut, ich besorge dir etwas Papier. Wofür brauchst du es? Ich mag es, kleine Papierboote zu verhalten. Naturgeister sind fasziniert von ihnen. Wir lassen sie ins Wasser des Ozeans gleiten und schauen zu, wie sie in der Ferne treiben. Oh, ich dachte, du willst vielleicht einen Brief schreiben. Ich brauche eigentlich keine Briefe. Ah. Es gibt andere Wege zu kommunizieren. Ich verstehe. Hier, ein kleines Boot für dich. Toll. Papierboot. Hübsch. Tank für 700. Ach du Scheiße, wir wären pleite. Muschel. 40. 700. Und für das Boot brauchen wir 1000. Ach du Scheiße. Ich verkaufe dir mein Hab und Gut. Die Baumwolle brauchen wir noch für was anderes. Ich habe nichts von Wert. 700 und 1000 für das. Achtung. Da muss ich noch Materialien sammeln. In der Mine erstmal ordentlich was abbauen. Und das Silber und das Eisen verkaufen. Mineralien haben bisher am meisten gebracht. Ich kann mal da mit Salini reden. Nicht mit Salini, sondern mit der Schmiedin. Vielleicht hat die. Ach, Kacke. Diesmal auch gefangen. Ja. Wir müssen an Geld kommen. Materialien verkaufen. Gut. So viel dazu. Da kommen wir vielleicht mal voran, wenn wir jetzt hier das Ganze haben. Gut, 1700 brauchen wir. Also 700 für den Trank und 1000 für den Tank und 1000 für das Boot. Ach du meine Fresse. Ich hoffe, wir haben noch genug, was wir verkaufen können. So, was nimmst du mir ab? Naja, viele Steine werden wir jetzt nicht. Das Kupfer bräuchten wir selbst, aber egal, bauen wir uns selbst wieder an. Metall. Wasserpilz, Eimer, Holz. Da haben wir immerhin einiges. Das bringt's mir. Was zu einer Holz haben, dann kann man das auch verkaufen. Okay. Schachtel Pralinen 58. Tja. Geld. Das ist halt üblichen können. Kurs erschöpft, sie muss hier ein bisschen Kraft sammeln. Ja gut, der Hafen ist weit. Äpfel. So, dann renn mal wieder. Ab zum Kutter. Ja, schauen wir mal. Vielleicht können wir am Hafen noch einiges verkaufen. Und erstmal den Tank kaufen können. Ich verlange hier aber Wucherpreise. Vielleicht können wir bei der Bank was ausrichten. Vielleicht können wir da irgendwie Kredite beantragen. Geschlossen und geöffnet zwischen 10 und 15. Ja.
Na dann, auf dem Markt. Unser Hab und Gut loswerden. So. Ich habe Stein. Ach so, das kaufen. Habe keinen Stein. Fürs Zupper. Ja. Was ist noch was wert? Nägel brauche ich noch, die sollte man nicht verkaufen. Blumen. Damit haben wir doch schon die 700 zusammen, oder? Muss doch schon reichen. Da müssen wir noch die 1000 für das Boot auftreiben. Ach, Schande. Es geht, also wenn wir mit. Müssen wir vielleicht auf die Insel nochmal zurückfahren und ein bisschen Mineralien sammeln. Steine und so weiter. 1000 Holz und so weiter. 100 Holz verkaufen und so weiter. Beeil dich bitte. Beeil dich bitte. Okay. Hat man nicht bei dir was zu erledigen? Metall. Na, ich habe wahrscheinlich jetzt auch alles verkauft, was wir für Sidequests brauchten und so weiter. Ach so, zum Boot schlafen wollten wir. So, und dann zurück. Jetzt erstmal den Tank kaufen. Und dann schauen wir, wie waren die. Wie waren die 1000 kommen? Wahrscheinlich irgendwie. Vielleicht, ja. Das wird wirklich die Möglichkeit sein. Steine und so weiter kaufen uns dann. Holz und Stein, das ist das Wertvollste, nein, das ist das Wertvollste, aber wenn wir davon jeweils fast 100 haben, können wir die halt. Bringt schon 200, 300, 400. Ich glaube, 400 haben wir gut locker mitgekriegt. Und mit Holz. Und mit Stein können wir das hinkriegen. Klingt realistisch. Holen wir uns jetzt mal den Tank ab. Schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Dann muss ich, glaube ich, auch mal gleich die Aufnahme beenden. Ich schau mal gleich, wie weit ich hier schon bin. Ich glaube, ich habe ja schon eine ganze Weile gestreamt, würde ich sagen, aufgenommen. Handeln. Warum sind eure Preise immer so unverschämt? Jetzt bin ich wieder pleite. Aber hab einen Tank. Alter Tank, neuer Tank. Okay, jetzt brauche ich irgendwie noch Geld für das Boot. Und zwei Ruder und, ach man, zwei Ruder muss noch anfertigen. Mit dem Halsabschneider kann er noch Geld geben. Vielleicht können wir jetzt zur Bank, die hat jetzt vielleicht offen, dann können wir da mal gucken. Kredit beantragen. Ich zahle es irgendwann zurück. 1000 Münzen. In dem Alter habe ich meinem Vater in der Bank geholfen. Ein bisschen Arbeit bringt dich schon nicht um. Danke. Also nicht. Möchtest du was kaufen? Ich verkaufe mein ganzes Hab und Gut. Wer möchte es haben? Silberner Schlüssel. Aber ich kann es auch nicht weiter. Mineralien müssen wir abbauen. Das ist unsere Aufgabe für die nächsten Parts. Für nächste Zeit erstmal ordentlich. Wenn wir unterwegs sind auf dem. Vielleicht kann ich es ja offscreen machen, mal so ein bisschen. Mineralien abbauen. Machen wir das so. Genau so machen wir das. Fahr zurück zur Insel und besorge mir Materialien. Holz und Stein. Verkauf das. Holz, Stein, Metall und so weiter. Das macht in der Menge einen guten Preis. So sieht's aus. Klingt doch nach einem Plan. Den Tank haben wir schon.
Dann müssen wir dich erstmal auffüllen. Krabbe. Postkrabbe. Egal, die ignorieren wir jetzt erstmal. Ich weiß immer noch nicht, wie wir eine Mine einbauen können. Gut. Steine zerkloppen. Oh. Ja gut. Eisbäume fällen, oder was? Nee. Na, gucken wir mal. Können wir vielleicht erstmal Pinienkerne pflanzen. Damit hier Bäume wachsen. Pinienkern. Pinienkern. Und Eichen. So, Pinienkern. Sehr schön. Hinbauen. Hoppla. Und hier ein Baum. Brauche neues Holz. Hier noch ein Baum. Aufpassen, dass sie nicht zu dicht aneinander sind. Ich kann vielleicht noch eins hin. Ein Bäumchen. Eine Eiche. Sehr schön. Na dann. Ruder, da brauchen wir Holz und Brett. Papier. Das Ruder können wir uns selbst herstellen. Gut, mache ich glaube ich offscreen. Das war dann den nächsten Part. Das Geld zusammen haben, um uns das Boot zu kaufen. So sieht's aus. Ich gehe dann mal schlafen. Gute Nacht.